Also so war mal der Twizzybot. Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen weiter mit Lego Star Wars 3 zusammen mit Meister Twizzy. Moin moin, Meister Tommy. Dann wollen wir mal loslegen, Meister Twizzy. Und heute ist mal wieder die nächste Story dran, denn beim letzten Mal haben wir... Ah, du musst jetzt auswählen. Tatsächlich. Haben wir die Ventress-Story abgeschlossen, jetzt kommt der krasse, da ist er schon, der General Grievous. Kampf der Droiden. Und du bist dran. Ach, Mist. Belastend. General Grievous. Kapitel 1. Kampf der Droiden. Auf welchem Planeten waren das jetzt eigentlich? Ich hab's gar nicht gesehen. Anakins treuer Astromech-Droide R2-D2 wurde gefangen genommen und General Grievous übergeben. Dieser beabsichtigt, geheime militärische Auskünfte aus dem Speicher des Droiden zu gewinnen. Unterstützt von seinem Padawan Ahsoka und dem Ersatzdroiden R3-S6 bemüht sich Anakin, die Separatistenbasis zu zerstören, auf der R2-D2 festgehalten wird. Zusammen mit einer kleinen Abteilung von Klonkriegern starten die Jedi ihren Angriff auf Grievous' Geheimbasis. Aha! Zu den Planeten, den konnte man eben noch lesen, aber ich konnte ihn nicht mal aussprechen. Ich wusste nicht, wie man ausspricht. Na, okay. Die Klapperkiste. Wow! Was denn? Der Rex lässt ihn einfach fallen. Man wird auch nicht jünger. Okay, ich bin der Ahsoka. Frechheit. Der krasse Captain Rex. Den brauchen wir doch bestimmt auch wieder. Das sind einfach Liegestühle. Kann man da irgendwas machen mit dem? Okay. Hier kannst du was machen mit den Druiden, glaube ich. Oder hast du es gerade schon getestet gehabt? Ich hab's. Ich hab die Stelle bei dir nicht gesehen gehabt. Da kann ich schon mal so einen Haken für dich irgendwie dran bauen hier. Da kommt auch schon der Fahrstuhl. Ah, da kann man was machen, okay. Das müsste gehen. Ah, nice. Hier kannst du auch noch was machen. Ach so, wir müssen jetzt überall Bomben platzieren. Ah, okay. Genau. Hast du hier auch eine platziert dann in der Mitte? Ja. Aha. Da brauchen wir C3PO. Hey, warum konnte ich jetzt den... Uff, ich bin tot, nein! Du Noob und das als Jedi, ey. Ich bin noch Padawan, tut mir leid. Na, das stimmt auch wieder. Nenn mich Padawan Tano. Padawan Tano. Nein, kann man die denn nicht hochheben? Das konnte man doch bei... Muss aufs Goldene schießen, ich seh's nicht. Ah, jetzt hat er's gerade gemacht. Ein paar Coins hat's gebracht. Na, und eins von drei stand da. Oh, lass mal den Padawan ran da. Hab den Schild wieder ausgeschalten. Und bin dabei gestorben. Padawan Tano hat den Tag gerettet. Was kann man denn hier machen? Ist so eine Konsole noch. Ich glaube, das muss ich hier hin tun, oder? Jetzt geht's bestimmt, ja. Ah, und eine Bombe drauf tun. Haben wir schon vier Bomben platziert, ne? Ist hier links noch eine dann? Was hat das gemacht? Was auch immer. In der Mitte hast du schon, ne? Ja. Ja, wir müssen dann weiter.
Ja, na gut, ich hab keine Ahnung, was das bringt. Warum kann ich manchmal zusammenbauen? Komm ran hier! Zack, 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 zack. Bam, bam, bam. Ich hab mal C3PO. Aber mit R2 kann man hier vorne was machen. Wo ist denn der? Der folgt dir. Nein, schieß doch auf den Typen. Hä? Der ist so verblödet, Mann. Was hab ich denn hier freigeschaltet? Der will einfach nicht auf den Goldenen schießen. Steht das nicht? Der schießt auf alles andere, aber nicht auf den Goldenen. Na, schon. Geht's hier schon weiter irgendwo? Ja, okay. Nice. Du musst noch eine Bombe platzieren. Aber die geht's weiter. Ist unbesiegbar hier? Okay. Der Golden ist wirklich, glaube ich, unbesiegbar, den kriegen wir nicht down. Na, der schießt, glaube ich, auch nicht auf uns, komischerweise. Ich dachte jetzt irgendwie, man muss den kaputt machen, damit der uns hilft, irgendwie, aber gut. Scheint nicht so. Er müsste eine Bomben platzieren. Von der Raum R2. So, ja. Oh, ich hab Ruedikas rausgeholt. Ich sehe es. Boah, ich bin fast tot. Ah. Der hat mich schon umgebracht. Meister Twissy. Meister Tombi. Warte, kann ich den hochheben, den goldenen wenigstens? Ne, nicht mal das geht. Wozu ist denn der gut? Ich dachte, der hilft uns jetzt irgendwie, dass man hier die Dinger kaputt machen kann. Gute Frage. Die anderen goldenen Objekte. Das sind welche bösen Kreaturen. Was sind das denn für Würmer, ey? Tötet man die denn? Musst du die mit der Macht töten? Ich muss da rein, Tombi, noch. Sehr kurz, sehr gut. Das klappt eh nicht. Ja, okay. Okay, jetzt kannst du ja. 2 von 4. Goldener Typ schießt auf den Ding. Aber wozu ist denn das gut hier, dieses Ding? Ja, ich hab keine Ahnung. Ach, der hilft dir trotzdem. Ja, dann geht's ja trotzdem, oder? Wird immer heller zumindest. Schieß mal weiter. Schon. Ja. Alter, das ist Ewigkeiten, das ist doch lächerlich. Haben wir hier alles? Ja. Nehmen wir da brauchen wir wieder R2, oder? Oder C3PO. Ah, schade. Okay, ich baue uns einen neuen goldenen hier zusammen, die helfen uns ja anscheinend doch. Hier brauchst du R2 beim mittleren Gang. Ja. Hier sind ja solche Dinger, warum auch immer. Oh, der macht das zu. Oh oh. Da kommt also einiges. Oh, du musst den Kampf wieder töten. Kann ich nicht. Komm, Ruidika, weg mit dem. Ja. Jetzt können wir rechts oder links, oder? Ich glaube, jeder auf den beiden Seiten mit einer Bombe ist immer platzieren müssen. Ah, ja, okay. Das sind mal viele, ey. Ja. Zumindest, ich kann die einfach nicht töten, ne? Ja, das ist echt bescheuert gemacht, finde ich. Wo hänge ich denn jetzt bitte fest? So. Was ist denn hier links? Oder zu einer Tür? Dann leg mal schön die Bombe dahin. Und rüber zum nächsten. Hier von. Ne, 3 Bomben haben wir platziert, okay. Ja, 3 von 4.
Da ist er. General da Grievous. Ist er. Der Verräter-Druide. Oh. Ja, der verfolgt Ahsoka. Du hast halt gut aufs gegen Grievous kämpfen, ne? Muss sie mit Schrott bewerfen. Boah, die Wagnermacher sind aber auch nicht einfach, Mann. Mach's das. In den Kopf ab. Ja, jetzt hab ich's down. Ich komme, Meister Tano. Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Jetzt will er abhauen, der feige Hund. Wo ist er hin, hä? Ist das da oben irgendwo? Oh, wie komme ich denn da hoch, ey? Machen auf, Mann. Da liegen richtig viele Dinger. Trefft ihn doch, warum zählt das nicht? Das ist nicht. Ich kann R2 zusammenbauen. Nice. Wo ist denn der? Geht auch. Irgendwo so ein lilanes Ding, aber woher? So, der muss da drauf feuern, oder was? Komm, geh da hoch. Jetzt. R2, hilf mir. Ja, komm her, Kleiner, komm. Komm. Ja, jetzt kann ich zu General Grievous. Okay. Ja, da können wir nicht durch. Der feige Hund, der haut ab. So, jetzt lang hier. Ah, du musstest es für mich aufmachen. Ich hab nur eine Bombe platziert irgendwie. Ja, genau. Und da hast du das Schild hier kaputt gemacht dabei. Ah! Jetzt muss ich General Grievous folgen. Jetzt bist du auf einmal. Ja, der Twizzybot! Komm mit, Twizzybot, wir müssen los! Können wir nicht durch die Türe hier? Ja. Colin Keck weiß nicht, ob es lang geht. Ey, Rex, guck mal hier, da bin ich. In meinem Twizzybot. Die Fresse. Der lacht dann nur drüber. Alles klar. Endlich wechseln, ey. So, hat nichts gebracht.
muss man denn hier irgendwas machen? Hier braucht man R2-D2, okay. Den haben wir. Da müsste hier der 2 bleiben sollen, okay. Also müssen wir den anderen Droiden besiegen, oder was? Scheint so. Der V-Mann-Droide da oben. Oh ne. Du machst das unten. Ich box den einfach immer wieder. Ja, mach das mal. Uff, jetzt brauchen wir irgendwie so ein Torpedo. Was ist denn hier bitte? Was war denn jetzt hier drinne? Ich hab Torpedos. Wohin müssen die? Oh, da oben gegen das lilane Ding da. Ach so, solche Torpedos. Nee, die habe ich nicht. Die müssen hier irgendwo sein. Hä? Mach mal alles kaputt. Also, das muss man einfach ein Schiff abhauen, wahrscheinlich. Und du brauchst dieses extra dafür, wie wir es auch in der Ding hatten, ne? In der kompletten Saga, weißt du? Wo du immer die Torpedos hast. Naja, das kann sein. Bei R2-D2 ist jetzt noch da oben. Ein Schiff kann man noch nicht. Wir bauen jetzt irgendwo diese lilanen Torpedos nachher. Kann man die silbernen. Ah, hier. Da kommen die doch raus. Ja, hier ist so ein Ding. Ah, ja. War das nur ein Starfighter eigentlich hier? Ja? Muss ich da irgendwie bauen eben. So, jetzt kannst du den holen und dann dagegen schießen oben. So, jetzt kommt wieder der Kampf gegen den hier. Dann kommt noch mal irgendwo wahrscheinlich jetzt Gegner oder so. Ach, der haut schon wieder ab. Die hauen immer nur ab. Die langweilige Gegner, ey. Oh, Droidekas. Oh. Da, oh, da ist kommt er. Wieder. Rip. Irgendwo hier unten war doch noch das Schiff, wo man nutzen konnte. Ah, hier. Ja, hol das mal. Ich glaube, das brauchen wir jetzt eh. Du musst doch mal Bomben holen und da draußen die Bomben kaputt machen, diese Bombenplätze. Na, will aber kurz noch die Droidekaste weg eigentlich machen. Machen sie das. Ich jetzt wirklich eine Sequenz für jede Bombe, die ich jetzt abschießen muss. Wahrscheinlich. Lol. Soll ich jetzt R2 retten mit meinem Starfighter? Ja. Da, komm ran, Bruder. Hä? Mit dem Schiff warst du doch da gar nicht. Falsches Schiff, falsches Schiff. Jetzt kommt die Macht. Ah, da ist er. Macht doch Sinn, die Szene. Yes, Level abgeschlossen. Nice. Den Verräterbot wollen wir gar nicht haben. Na, ist so. Ah, jetzt können wir auf der Brücke doch mit R2 irgendwie was machen, oder? Stimmt, ja, dann müsste es rumlaufen. Ne? 100%. Für den 2-Mann-Multiplikator ist echt easy. Ja, Mann. 500k, wir brauchen 2 Millionen, meine ich, für den 6-fach. Und ein 4-fach? Oder war das der 4-fach? Ich weiß nicht mehr. So, und Abfahrt. Nein, nicht wegen Scheibengeschammel, das ist angemacht, oder? Ernsthaft? Och Mann, ey. Da bin ich jetzt das halbe Schiff durchgelaufen, um den Scheiß zu finden. Hat das jetzt irgendwas gebracht sonst? Nichts?
Ne, der hat echt die Scheibenwischer nur angemacht. Ja, geil. Dann war's das auf jeden Fall mit der Folge hier. Mit den tollen Scheibenwischern zum Ende nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein, Leute. Danke fürs Zuschauen und euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein.